Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute im Donington. Ja, mit dabei ist der Roland. Hallo Roland. Bist du schon in der Qualifikationsrunde? Hallo. Mit dem Porsche 911 GT3 Cup. Ja, werden wir schauen, was möglich ist. Nicht so meine Strecke. Wie viel Liter hast du denn Tank? 10 Liter? Tank einmal 10. Schauen wir, ob es reicht. Mehr ist genug. Denke auch. Das sind ja ganz kurze Runden, gell? Das ist wahrscheinlich eher 7 Runden. Da reichen 5 Liter wahrscheinlich eher, gell? Das könnte sich nachher knapp ausgehen. 3,5. Das ist genau das, was man braucht. You got about 4 laps of fuel in. About 2 laps of fuel. Okay, here comes your first time lap. Ganz schlechte erste Runde für den Start. Ich hoffe, dass der Streck mir da gar nicht geht. Ah, kommt wieder in die letzte Kurve. Schaut, da wäre eine halbe Sekunde drin gewesen. So, wir halt jetzt da. Oh, danke, Leer. Alright, here's the checkered flag. Hast du 5 Meter gemacht? Ja, sind nicht ausgegangen. Auf der letzten Geraden hat es zum Rücken gekommen. Aber mir halt nicht mehr verbessert, ist ja wurscht. Ja, da wäre eine halbe Sekunde drin gewesen bei mir. Wenn das jetzt nicht gewesen wäre. Schade. Genau, in der Mitte was gekocht, hä? Es ist nur einer hinter mir. Ich hätte nur einen überholen können, von dem macht es keinen Unterschied. Ich hätte noch Zeit fahren.
wo soll ich sonst starten? Soll ich aus der Box starten? Ich hab nur die Wahl, aus der Box oder da. Ich kann nicht besser sein. Selbst wenn ich perfekt rumgefahren wäre, wäre ich... Glaub, bei der Strecke kannst du dann mit hinigen Auto die Participation sagen. Kann sein. Die Hälfte von den Runden schon. Wie viele Runden sind, hast du geschaut? 22. Ja. Yes. Ich glaube, wild hin werden die Autos sicher nicht bei Crashes. Es werden nicht viele so über die Strecken fallen, aber noch ein weiterfahren. Ich glaube schon, dass da man dich abgehen kann. Ich habe vor einer Qualifikation mein Auto im Training mein Auto schon mal komplett zerstört, also so ist nicht. Jo. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ein bisschen dauert es da jetzt noch. Warten kann ich gut mit dem Auto. Dann kannst du geben. Ja. Fullgas geben. Und dann so bei 40-60% mit der Kupplung. Startest du Raketen. Okay, ich hab die Kupplung nicht einmal aktiviert. Der eine hat das gezeigt. Das sind echt Porsche gehabt, hat der Zöchling. Mhm. Wir mal zum Ausprobieren, gell? Ja, das Problem ist, ich habe die Nummer 15, du hast die Nummer 8 von den 20. Jetzt weißt du, wo ich ungefähr enden werde. Das ist nur ein Split, gell? Ich glaube, so 14 kannst du schaffen. Ja, wenn die anderen crashen, dann schon, sonst nicht. Wenn nicht sogar besser. Ja, aber schau, wo ich speedmäßig stehe, ich bin weit weg. Und das ist das, was ich im Rennen auch fahren kann, 8.05. Also das ist das, was ich vorher gefahren bin. 8.05, 9er Zeiten, das würde ich fahren. Da ist halt keiner langsamer als ich. Von ab, wie viel der Abstand hier ist? Siehst du, die anderen sind alle vor mir. Der 17 ist vor mir. 19 ist weit vor mir. Dementsprechend werden die anderen auch sein. Nein, wir werden sehen. Wichtig ist, das Rennen heil zu überstehen. Grid, ich bin schon. Mal als ausstellender Print. Falls wir da rein müssen. Drücke mal den Have Mercy Button. Los. Green, green, green! Ich bin so gut gestartet, dahinter wird fast abgeschossen dabei. Und so drei Leute überholt. Car right, you're on the left, 3 wide, right side, 2 wide, you're on the left, 3 wide, car right, bist du deppert da jetzt rum? Ich hab schon Car-Contact da, ich hab mein Auto abgefangen, ist da einer vor, zuvor mit Full reingetraut. Ich bin nicht irgendwie ausgewichen. Stay on the left, ich bin letzter. Ich hab's gerade fast full zlegt, ich hab full einbremsen müssen, weil da eine vor mir. Und wenn's full einbremst, dann dreht's dir fast, weißt du? Ja, toll. Ja, was fahr ich überhaupt, weil ich. Stehen's da vor mir, alle? Right side, stay on the left.
Der nächste, der meine gefahren ist. Alter Schwede, was ist mit den Leuten? Wir sind schon zwei Leute voll reingefahren. Can't stop the head, go right. Gehst weg? Ja, er resettet sich nicht, der Vollidiot. Jetzt geht er weg. Bei mir liegen zwei Leute auf dem Dach und ich komme auf so Strecken nicht vorbei. Ich hab voll zusammenschleifen müssen und der hat nicht resettet. Jetzt hab ich zurückgeschieben müssen, damit ich vorbeikommen bin. Du weißt ja, wie weit ich weg bin. Ich bin schon 10 Sekunden hinter dem nächsten Pass. Allerdings zwei Leute, die anders nicht überholt hat, gell? Tja, jetzt. Weil was wer richtig was erleben will, der muss Samstag fahren. Oder darf nicht fahren, der muss Samstag fahren. Also fahren. Nächste weiß gelb, zwei in der Wiese. Go left. Komplett. Wir leben noch, wo schon zwei uns freundlich reingefahren sind. Im ersten Sektor bin ich gerade 4 Sekunden schnell unterwegs, jetzt geht es auf 5 Sekunden rauf, nur damit du weißt, wie schnell ich bisher war. Ich bin gerade um über 5 Sekunden im ersten Sektor verbessert. Im zweiten Sektor nochmal über eine Sekunde. Der eine ist mir schon zweimal rein, sonst bin ich da, wenn es dann vor mir fährt, 3 Sekunden von mir. Leider ordentlich abbekommen, so das Auto ist von in Ordnung, aber Zeit verloren, dass wir stehen bleiben müssen, da bin ich komplett gestanden.
dann ob ich über so einen Rand fahren will. Der dritte Mal, dass mich der gleiche zerstört. Was ist das andere? Von wo kann man überholen, ist die Frage. Da hat sich selbst verabschiedet. Das ist, wie weit ich weg bin. Fuß nicht drauf, das scheint es nur einmal auf. Da läuft ein Info oder so. Das sind zwei X, nein, einer, aber richtig viel Zeit. Drei Sekunden. Ich hab ein Spiel, der Bock gekommen. Das wäre ruhig schwierig. Vor mir ist genau der, den in der Quali nur schlagen hätte können. Und auf meine Steher. Wichtig ist, dass ich keinen Schaden davon drücke, habe für die ganzen Kollisionen am Start.
10. Sind Zentren verloren in einer Kuh. Die Reifen sind ein bisschen schlechter. Der Plan ist, dass sie die Zwarer durchs Fight nach vorne zu überhaupt schießen. Das ist ein sehr schöner Ausdruck.
got 5 laps to go. In der ersten Runde soll der Kamikaze unterwegs und jetzt passen sie auf. Das ist Post, ne? Ich war immerhin mit dem ziemlich ebenbürtig mit dem Kavelle. Ich bin mir gar nicht so gut zu schnell, aber. Ich bin leider so gut verloren. Jetzt war der ganze Spiel wieder vorbei. About 5 racks of fuel left. This is just go. Da sind wir draußen fahren. Guckt sind wir aber. Das ist der bei mir schon. Ich würde mit ihm ins Weg verzwangen. Jetzt sind wir halt nach vorn. Da sind wir dann bleiben. Tschüss, Alter. White flag, one more left to go. I think it's all fun if we made it safe. Clear on the left.
höre, ich fahre noch. Fahren Sie dann auf den anderen auf. Schade, Platz 13 am Ende. Schaut euch doch den Start an. Wisst ihr, was da passiert ist? Nach der ersten Runde, wo der komplett gestanden bin, da habe ich die Sekunden verloren. Tja. Den Startschutz und ein bisschen mehr zur Lektion bin. Was bist du, Wann? 8er? 7er. 7. Naja, statt Nummer 15, 13. Verliere ich sicher einiges, aber so. Ich bin der Letzte. Hinter mir der hat nachher schon eine Runde gestanden. Also das ist nachher schon eine Runde. Ach, das war ein Start. Fürchterlich. Ja, dann gehen wir gleich auf Imsa, würde ich sagen. Schauen wir den Start nochmal an. Da wird man komplett schlecht gestartet. Dann fahren sie da vorne zusammen. Da zieht er rüber, da berühren sie sich. Dann fährt er vor mir rein, ich muss voll zusammenschleifen, kann das Auto gerade abfangen. Bin dadurch den Letzten. Und dann die nächste Runde, wenn sie da zurückspulen. So, da bin ich im Hinterdem. Komische Linie, was da gefahren ist. Ich hätte da schön reinfahren können. Hätte genug Platz lassen. Ja, da vorne fahren sie zusammen, überschlagen sie sich, das war ganz toll. Da sind 3-4 Autos ausgeschieden. Die meisten haben weiterfahren können trotzdem. Bleibt da genau da stehen und wir sehen die Sekunden, bis es da wieder losgeht. Ich muss rückschieben, erst dann ist er weg. Ja, das war mein Rennen. Da fahren wir vorbei am Wrack. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis gleich, wenn wir da Imsa fahren. Fährst du auch mit? Nein. Okay, ich beende mal den Stream und gehe dann kurz Imsa trainieren und dann sehen wir uns später wieder um 3:15 Uhr. Ich sage gleich das Rennen. Ciao.